Wow, hallo, hallo und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Eishandel Nummer 2. In der letzten Folge habe ich euch einiges erklärt, wo ich im Orias Spielzimmer war und halt dann nicht, was ich da gemacht habe und warum wir jetzt wieder hier sind. Und genau, dann sind wir wieder unterm Schwarzrahmenkloster hingegangen und haben, oder sind auf die Dwergar-Zwerge gestoßen. Das muss ich noch machen hier, genau. Und speichern wir nochmal. Na genau, ach egal. Und dann sind wir auf die Dwergerzwerge gestoßen, welche sich als ziemlich schwierig herausgestellt haben. Deswegen musste ich jetzt nochmal laden und habe hier einiges beschworen an Zeug. 4 Stück, um genau zu sein. Und genau, ich habe einfach das Monster herbeirufen gemacht. Monster herbeirufen 4, glaube ich. Und zweimal Schattenbeschwörung, einmal höhere und einmal nicht. Und meinen letzten hier, Wolfstotem, Wolf, genau. Und einmal Rindenhaut habe ich gewirkt auf Gertrude, weil sie sich da hinstellen wird. Und die anderen kommen so klar. Und dann machen wir das Ganze nochmal und ich hoffe, dass wir das dann einigermaßen schaffen. Ja, genau. Passt schon. Haben wir letzte Folge schon gemacht. So, passt, passt. So, und zwar, hoppla. Jetzt gehen wir mal mit Gertrude hier hin und wirken die ganze Zeit unsere schönen Feuerbälle. Und gleichzeitig macht dann diese Gruppe hier oben was und traut nicht Trottel, Heidi macht Furcht. Wo ist denn Furcht? Ah, Erschreckende. Das ist ja der erste Stab. So, und dann hoffen wir, dass es einigermaßen hinhaut. Natürlich wieder kein getroffen. Das wird einigermaßen gehen. Hier ist auch schon ein gemacht, wunderbar. Boah, der erste ist schon mal tot hier. Den nicht so geil. Aber das sollte doch relativ viel abziehen hier. Wer ist. Achso, der. Der Ork ist krank. Gott, da ist ja gar nichts mehr. Ja, da muss ich, glaube ich, noch was beschwören. Und zwar. Was haben wir? Eine Spinnenbrut haben wir noch. Genau, Spinnenbrut haben wir hier noch. Wunderbar. Beschweren wir die Spinnenbrut hier unten noch. Weil die Mumie wird nicht mehr lang durchhalten. Aber trotzdem kriegen wir das einigermaßen hin. Die ganzen Orksklaven sind schon tot. Und wir kriegen hier wieder was. Wunderbar. Und, oh Gott, es dauert ja ewig hier oben. Das sind diese, oh Gott, ja. Dann machen wir nochmal Spinnenbrot. Wir beschweren uns unser ganzes Zeug. Warum kommen die eigentlich da hoch? Ist doch vollkommen unnötig. Ist ein Kleriker da oben? Krieger, okay. Den greift der nicht an. Hier Heinrich oder was? Der drückt. Fast tot und der ist auch fast tot. So, und dann machen wir hier noch mal einen Feuerball, beziehungsweise Geschoss. Und dann sollte das doch relativ machbar sein. Traudel ist hier. Geh mal an die Fernkämpfer lieber. Oh, da 8 Trefferpunkte. Du hast ja gar nicht gesagt. Ach, du bist stumm, okay. Wenn sie stumm ist, beziehungsweise taub hier bei diesem Icon, dann zum Schweigen gebracht, genau. Dann sagt sie auch nicht, dass sie schwer verletzt ist. Das ist schlecht, weil da verlasse ich mich immer drauf. Wenn sie sagt, hier, Hilfe, hier, ich sterb gleich und so, genau. Schon wesentlich. Wow. Freundliche Opfer, da hat sie was beschworen, aber das ist nur ein Feuerkäfer, Gott. Der sollte relativ einfach sein. Troll, wie geht's dir? Achso, du machst ja hier. Gut. Ah, trotzdem einen Treffer, einen Trank noch. Und hier, das soll jetzt einiges. Ah, gut, Basam, okay, das ist erst etwas stärker. Und dann machst du mal hier nahkampftechnisch. Mit deiner schönen Mondklinge, weil das noch so viel Trefferpunkte. Ach ja, das ist diese komische Priesterin. Alle mit Namen hier taugen ein bisschen mehr. Und dann machst du wieder hier Fernkampf. Und gehst mal auf Barut Basam. Ah, krank. Ah, macht ja nichts. Ich hab ja noch genügend von den Dingern, wie heißen die, na, Heilungselixieren. Leichte Wunden verursachen, macht nichts. Muss nur schauen, dass, ich glaube, ich gebe Heidi noch einen Trank, weil ansonsten ist mir das zu unsicher. Dann soll ich jetzt nur einen hoch machen. Na, egal. Kriegen wir das aus. Okay, und dann geben wir den Trank gleichzeitig ab. Ich habe hier schon letzte Folge erklärt, dass ich so wenig Heil trinke, aber ich glaube schon. Weil eben in Ogres Spielzimmer die alle draufgegangen sind. Hoppa! Ich hatte das Rindenhaut. Erledigt.
Geh weg! Schnell! Weg! 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 Schnell! Traudel! Oh, mach was! Ich bin sprachlos. Hier, bitte. Mantel der Furcht. Kannst du ruhig machen. Schnell! Oh Gott, war das knapp! Wow. Ne, das ist ein zu großer Risk hier. Trank trinken. Und abgeben. Und hier Trank. Heute entfernt du mich auch. Da muss irgendjemand dazwischen stehen. Hier. Ah Gott, nein, hier. Ja. Der war, glaube ich, ziemlich nah dran, genau, wunderbar. Gut. Aber mach mal hier fertig. Achso, das ist dieser Haarschaum der Bestien. Ne, nicht der Bestienmeister. War das der Anführer, der Haarschaum? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist der so schnell. Was ist denn mit dem los? Ist der beschleunigt von irgendwas? So, wunderbar. Dann haben wir das Gott sei Dank hier auch mal fertig. Oh, Heidi. Ja, das war so klar. Und wehe, der macht nur irgendwas. Wehe, das geht. Ich trinke einen Trank. Das ist mir so unsicher. Wehe, der hat jetzt bestimmt einen kritischen Treffer oder sowas. Ah, wo haben wir denn die Tränke da? Einen haben wir noch. Und? Achso, ihn hat's angegriffen. Okay. Macht ja nichts. Ja, dann mach. Achso, hier und. Hier und da und. Schnapp, schnupp. Wunderbar. Das sind Betäubung? Betäubung, okay. Haben wir nichts anderes? Was Schleuderkugeln der Betäubung plus 1 und Betäubungsschleuderkugeln plus 1. Ah ja, interessant. Für eine halbe Runde betäubt und hier 25% Chance. Achso. Und das andere? 100% Chance, das ist ja geil. Ach, ne. Der Sklavenmeister ist auch tot. Wunderbar, jetzt haben wir das geschafft. Gott sei Dank. Was sagt die Zeit? Wir haben noch Zeit. Wunderbar. Dann sammeln wir den ganzen Klamauk hier ein oder machen wir das später? Ja, ich zeige euch mal die wichtigsten Sachen hier. In Ordnung. Beziehungsweise wir sammeln, glaube ich, alles ein. Also einmal hier mit einem großen Schild der Zauberresistenz. Okay, das ist natürlich geil. Plus 3, plus 1 gegen Fernkampfwaffen. Das ist, glaube ich, besser als dieser Schild. Plus 2, plus 1 gegen Fernkampfwaffen. Rüstungsmodus minus 0. Minus 9, okay, das ist. Geht der auf die Geschicklichkeit der Rüstungsmodus? Oder geht der. Geschicklichkeit plus 4. Muss ich nochmal erkundigen. Mach ich offscreen. Im Moment machen wir das so. Flanke der Jungfrau, wunderbar. Dann können wir, glaube ich, den relativ entsorgen. Beziehungsweise ich mache das mal so. Ja, als Zweitwaffe dann. Dann noch eine Streithaxt plus 1, die können wir in die Tonne kloppen. Ich muss mir angewöhnen, dass ich den Beutel darüber tue. Weil die brauchen wir da öfters. Dann können wir die Spinnenbrut wieder einpacken und Melfsäurepfeil darauf legen. Wunderbar. Dann. Und hier haben wir. Okay, das reicht wohl nicht. Machen wir es so. Nee, die brauchen wir später. Machen wir es so. Wunderbar. Dann haben wir hier noch was. Beziehungsweise. Was gleich mit ihr? Okay, einen Heiltrank, der kommt natürlich gelegen. Und drei große Heiltränke und ein Hammer und blablablub und Zeug, Siebums und. Hierhin und. Dahin, ja, Inventar ist voll, war klar. Ein Streitkolben der Wucht. Hier plus 2 halt und verursacht einen SP, also einen Schadenspunkt pro Runde für 10 Runden. Also Blutung, genau. Dann haben wir einen Blutungsteil. Und ein Streithammer plus 1, okay, den haben wir jetzt schon. Beziehungsweise 1 wäre 8 plus 1. Haben wir schon Streithammer plus 2, alles klar. So, machen wir es mal so. Wunderbar. Beziehungsweise geben den gleich Gertrude. Wunderbar. Dann haben wir hier noch wieder. Nein, hier rüber. Hier nochmal was. Heiltränke und einen. Na, was ist das? Ein Flegel, genau. Nämlich der Kreisschädel. Der Kreisschädel wurde angeblich von Tiefengnomen gefertigt. Es handelt sich dabei um einen sehr ungewöhnlichen Flegel. Der ganz genau 90 cm lange hölzerne Schaft wird von einem Steinkopf gekrönt, der wie ein Schädel aussieht. Ja, stimmt sogar. Der mit langen, glänzenden Scherben, unglaublich harten Kristalls gekrönt ist. Cool, cool. Wenn man die magischen Kristalle auf das Ziel wenn die magischen Kristalle auf ein Ziel treffen, vibrieren sie und geben ein an- und abschwellendes Kreischen von sich. Geil. Die ungewöhnlichen Resonanzen können magische Auren und Magie zerstören. Der Ton kann außerdem das Ziel aber auch den Träger taub machen. Also haben wir hier 25% Magie bannen, wenn ihm kein Willenswurf gelingt.
Und 33% Chance, dass das Opfer taub wird und 33% Chance, dass der Träger taub wird. Also etwas risky das Teil, aber wir haben eh keinen, der mit Flegeln umgehen kann. Was haben wir noch Schönes? Höre. Das Genau das. restliche ist nur Gold, glaube ich. Da war noch irgendwo ein Schild, da haben wir noch was. Da war die komische Klerikerfrau. Ah ja, der hat diesen. Ah, ich glaube, der war ganz geil, der Streithammer. Ja, so. Ja, Inventar ist voll, du mich auch. Uah, komm. Scheiß nicht rum. Hab ich nicht gesagt. Achso, warum sind die eigentlich hier drüben? Die kommen ja hier rüber. Nämlich der Tapferfeind, genau der war geil. Das ist ein Streithammer plus 2 mit Panik. 33% Chance, dass das Opfer die Flucht ergreift. Und mit 1W10 nämlich der Schadensart. Und da wir jetzt eh. Ja, komm. Da wir jetzt eh einen Elektrizitätsgeber haben, ist dieser 1W4 ist jetzt nicht mehr so geil. 1W4 Elektrizitätsschaden, weil der bringt hier immer 1W6 bei Treffer, oder? Ja, genau. Deswegen werden wir, glaube ich, die mal austauschen. Genau, Schaden 1W10. Und außerdem ist es immer gut, wenn jemand hier flieht. Oder doch der. Oh, ich bin mir nicht sicher. Ne, der Schaden spricht für sich. Weil wir hätten da ja 1W4, das heißt 1 bis 4 Punkte Elektrizitätsschaden noch dazu. Aber wir haben ja hier noch 2 maximale dazu. 1W10 plus 2. Das heißt, wir haben hier ein Trefferpotenzial von 3 bis 12. Und hier haben wir ein Schadenspotenzial von 2 bis 12, oder? A plus 2, also dann halt 3, 4 bis 8, 4 bis 14. Okay, das ist dann doch besser. Ja, dann werde ich den, glaube ich, immer so ab und zu hin und her switchen. Auf jeden Fall haben wir das jetzt, glaube ich. Was gibt es noch? Es gibt noch Pfeile und da unten gibt es noch Heiltränke. Das sehe ich sofort. Dann sammeln wir die letzten 2,5 Minuten noch auf und dann schaue ich mich offscreen um. Hier haben wir, glaube ich, alle Streitäxte. Okay, das ist nicht so interessant. Hier gibt es noch Bolzen und Dinger, Ringe. Und hier gibt es noch Gold und Bolzen. Und was gibt es hier noch? Wahrscheinlich noch Gold. Gibt es da keinen mehr mit gutem Inventar? Gold und so ein Kack noch. Gibt es da keinen mehr, der einigermaßen Anständiges hat? Ich glaube nicht mehr. Dann sammle ich das ganze Zeug offscreen ein. Genau, und wir gehen schon mal. Weiter gehen wir nicht, sondern wir gehen zu den Typen, die ich herausfordern werde. Aber es ist im nächsten Part, da machen wir jetzt ein bisschen früher Schluss, 2 Minuten. Und ich könnte noch, was könnte ich denn noch machen? Können wir irgendwas vorlesen? Was haben wir denn eingesammelt noch? Diesen Streithammer plus 2. Ja, Streithammer. Streithammer, Streithammer. Nichts mehr. Die Geschichte der Drau. Möchtet ihr hier was haben? Nein, wahrscheinlich nicht. Blut, was habe ich denn noch für Zeug hier mal? Okay. Ja, gut, dann machen wir früher Schluss und im nächsten Part dann werden wir gegen den Golem kämpfen, gegen diese Eisengolems hier. Und ich werde alles aufsammeln und ich werde schon mal austesten, ob die verletzbar sind. Und wenn ja, durch was? Na gut, bis zur nächsten Folge dann. Bis dann, Servus und ciao!